Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir mal wieder einen Wunsch, und zwar auf den Super Nintendo dran. Der gute Retronic hat sich The Lord of the Rings gewünscht. Ja, ich habe mal so grob geguckt. Das Spiel scheint echt schlechte Wertung zu haben, was mich irgendwie wundert, weil ich habe wie üblich natürlich noch nie in das Spiel reingespielt. Ich gehe da jetzt komplett blind rein. Aber so von der Intro-Musik und Aufmachung, also Leute, da könnte auch der Einstieg etwas nicht so stimmungsvoll sein. Ne? Also ich denke mal, Ersteindruck ist gar nicht mal so verkehrt. Deswegen gucken wir mal, was daran wirklich so falsch ist. Ja, der Herr der Ringe, als das herauskam, war es dann natürlich noch nicht so der große Hype, wie den später, der dann natürlich vor allem durch die Filme befeuert wurde. Auch ich habe erst mit Herr der Ringe etwas Berührung gehabt, als die Filme rauskamen tatsächlich, obwohl ich viel Fantasy vorher gelesen habe. Aber irgendwie bin ich da komischerweise nie drüber gestolpert. Ja, gucken wir mal, okay. Also die ganze Aufmachung wirkt für mich fast so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, das sieht für mich so eher so PC-mäßig aus und nicht unbedingt so für Super Nintendo. Aber hey, meine lieben Freunde, liebe Beutlins und Boffins und liebe Tux und Brandybox Grubers und bla bla bla, er hat Geburtstag, es ist wahrscheinlich die Szene wie auch im Film. Er hat Geburtstag, also wird hier anscheinend so relativ leicht so die Story nacherzählt der Bücher, nehme ich mal an. Der ganze Text, ich kürze es mal etwas ab. Da steht auch Volume 1 irgendwo. Es gibt aber keine weiteren Volumes, deswegen nehme ich mal fast an, dass es auch so ein bisschen als große Trilogie oder wer weiß, keine Ahnung, was gemacht wurde, okay? Also, ist egal, was ihr sagt. Es wirkt sehr wertig aus. Also, es wirkt irgendwie so, zumindest technisch. Wie gesagt, es erinnert mich eher so ein bisschen an ein PC-Spiel. Okay, ich gehe jetzt gerade mal die Tasten durch. Scheint so eine Art Zelda-mäßiges Rollenspiel zu sein, nehme ich mal fast an. Also ihr könnt hier parieren, ihr könnt attackieren. Da könnt ihr eure XP einblenden und hier einen Gegenstand, den ihr ausgerüstet habt. Okay, so. Hallo Frodo, Sam sucht dich bereits, er muss ganz in der Nähe sein, okay? Ja, es ist okay. Okay, er geht etwas langsam, aber hey, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Das wird Sam sein. Ich dachte gerade die ganze Zeit. Okay. Hier fängt es schon an, ne? Das wird Sam sein. Und ich dachte, okay, ich kann hier nicht weitergehen. Ne? Ich bleib hier stehen, ich drücke. Ich bleib aber stehen und dachte mir, okay, jetzt wird irgendeine Cutscene abgespielt. Aber ich hänge hier nur am Baum fest. Wobei ich mich frage, der Baum wurzelt eindeutig unter dem Weg. Und warum kann ich denn hier auch nicht? Warum muss ich hier oben? Also, zumindest hier scheint so ein bisschen die Hitbox etwas off zu sein. Wo ist er jetzt hin? Okay. Aber wie gesagt, die Musik, die finde ich gar nicht so verkehrt. Also sehr klischeehaft, aber, ne? So, ja, ich suche hier Sam. Ach, das. Komm. Ah, ne, das ist er gar nicht. Okay, Straßen sind zu gefährlich. Wir sehen alle gleich aus. Ich nehme mal an, dann wird Sam etwas anders aussehen. Mino, ja, ja, bla bla bla. Ich spiele immer nur so kurz an, ne? So ungefähr 10 Minuten oder sowas. Ach, der hat ein Schwert, das ist doch der bestimmt Sam. Ja. Aha. Okay, und jetzt? Okay, mein Fehler, ich hätte wahrscheinlich lesen sollen. Geh einfach mal hier raus und mal gucken, wieso der Kampf ist und so weiter. Wie gesagt, so sehr auf die Story will ich hier gar nicht eingehen. Es scheint auf jeden Fall so ein bisschen episch ausgelegt zu sein, sage ich mal. Okay, Ladezeiten sind ungewöhnlich. Gucken, wie der Kampf ist. So. Okay, der Wolf scheint auf jeden Fall eher so sein Muster abzulaufen. Okay. Gegner kann. I. Das war ungelogen der einfachste Kampf gegen einen Wolf. Sogar noch mit rotglühenden Augen, den ich jemals in irgendeinem Spiel getan habe. Also,
wenn sich die Gegner-KI natürlich so durchzieht, uff. Aber auch hier wieder, also Musik, kann man sagen, was man will, die finde ich gar nicht so verkehrt. Und das, theoretisch ist das Kampfsystem ja gar nicht so verkehrt, ne? Ihr könnt parieren, es könnte echt tiefgehend sein, aber guckt euch das doch mal an. Guckt's euch an! Okay, habe ich getroffen. Da ist also schon allein die Kämpfe. Jetzt, ich vergleiche das jetzt mal mit Link's Awakening. Ist ja jetzt nicht so hart. Okay. Gut, geht jetzt auch mit. Ich scheine jetzt hier meine Gefährten sammeln zu müssen. Ich glaube, das hätte ich jetzt aber auch alleine geschafft, die Kämpfe. Gleich eine ganze Horde Wölfe. Ich gucke mal, ob ich die erledigen kann. Ich schätze mal schon. Ne? Also man bleibt hier überall hängen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vor allem zum Schluss sehr, sehr behindernd sein kann. Sag mal, kann man das überhaupt einen Kampf nennen? Das ist ja, als ob ich hier gegen Hundewelpen kämpfen würde. Nicht, dass ihr das wollen würde, aber so kommt es mir gerade irgendwie vor. Und mein Begleiter kämpft noch mit. So gibt es ja denn irgendwie nicht einen Rennbutton. Okay, ich habe 3 Lebensenergie von 9. Vorher war Stand, glaube ich, 8 oder 7. Ne? Also scheine ich auf jeden Fall XP bekommen zu haben und meine Lebensenergie steigt dann. Wahrscheinlich muss ich jetzt zurück ins Dorf, ne? Wie gesagt, diese Verwirrung ist natürlich, resultiert natürlich daraus, dass ich die Texte natürlich nicht lese. Das darf man natürlich in dem Kontext nicht vergessen. Aber die Ladezeiten finde ich irgendwie seltsam lang. Irgendwie. So gut optimiert scheint es nicht zu sein. Soll ich wirklich getötet haben? Die Pilze in den nahen Höhlen haben Heilkräfte. Falls sie, okay. Also das übliche Dorfbewohner geben Tipps. Aber die Wölfe, uiuiui. Gaffer hat mich geschickt, um seine Lesegläser zu finden. Erst wenn ich sie gefunden habe, kann ich Hobbingen verlassen. Wenn du mir bei der Suche helfen willst, werde ich dich begleiten. Okay. Das heißt, für Sam müssen wir halt irgendwas suchen. Fände ich jetzt zum kurzen Zeigen etwas langweilig. Macht auf jeden Fall alles einen etwas sperrigen Eindruck, muss ich sagen. Ich gehe hier nochmal raus. Also Clipping-Fehler hier und da sehr hakelig und Kämpfe. Das reicht ja eigentlich fast schon, um so ein Spiel irgendwie, ich sag mal, nachhaltig zu beschädigen. Dass einfach kein gutes Spielgefühl irgendwie hinauskommt. Okay, eine Schlange. Gucken, wie die ist. Okay, die ist schneller auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir zumindest Beweis, zumindest Tiergegner bewegen sich in seltsamen Mustern und ja. Das ist ein Schwert. Einen Dolch gefunden. Wir brauchen den alten Dolch jetzt nicht. Warum denn nicht? Ich habe den alten Dolch gefunden. Wozu brauche ich den denn sonst? Das hat er doch gar nicht getroffen. Was? Also Hitboxen sind anscheinend nicht nur bei Gegenständen ziemlich off, sondern auch bei den Kämpfen. Also da kommt echt ein... Das hätten sie wirklich besser bearbeiten müssen. Also ein bisschen mehr Leute vom Sounddesign. Okay, Grafik ist Geschmackssache, aber zumindest vom Sounddesign. Abgezogen und schon hätte man hier was Gutes draus machen können. Also es hat Potenzial. Also die Grundaufmachung ist gar nicht so verkehrt. Nur das Kämpfen fühlt sich halt scheiße an. Und das Kämpfen scheint hier durchaus eine größere Rolle zu spielen. Ich gucke nur mal hier kurz, was in der Höhle ist, bevor ich hier komplett alles hinwerfe. Okay, da ist ein Ausgang. Den benutzen wir mal. Nein, ist kein Ausgang. Okay. Aber ich hatte doch eine Karte. Kann ich hier...
Der Ring. Okay. Okay. Menü ist ein Menü, keine Ahnung. Okay. Jetzt bin ich gestorben. Jedenfalls ein sehr interessanter Einblick. Das Spiel hätte wirklich Potenzial. Also ich schätze mal, storymäßig wird es noch weitergehen, würde alles toll sein. Alles klar, aber die Hitboxen stimmen nicht und die Kämpfe fühlen sich ganz, ganz komisch an. Und das wird wirklich ein Hauptbestandteil im ganzen Spiel sein. Und daher, schade. Hätte Potenzial gehabt. Aber vielen Dank, lieber Retronic, für den Wunsch. Wenn ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare dann mit. Viel Spaß noch und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.